Für dieses Video habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und mein Windows 11 nochmal komplett neu aufgesetzt. Das geht ja mittlerweile ganz nett, einfach die Zurücksetzen-Funktion genutzt und wir gehen in diesem Video einmal durch, wie wir bei Windows 11 die ganze Bloatware in wenigen Minuten loswerden, wie wir die ganzen Telemetrie-Einstellungen optimieren können und wie wir Software, die wir tatsächlich brauchen, blitzschnell installieren können. Los geht's nach dem Intro. Aufgabe Nummer 1, Bloatware loswerden. Was meine ich damit? Es ist eine ganze Menge vorinstalliert oder tut so, als wäre es vorinstalliert, wenn ich hier mal ins Startmenü gehe. Tatsächlich ist hier nicht alles vorinstalliert, manches sind hier auch einfach nur Icons. Sobald ich auf eines der Icon klicke, würde die Installation losgehen. Ich möchte jetzt aber so wenig wie möglich von Hand machen und deshalb habe ich mir so ein Debloater-Skript rausgesucht. Zugegeben, das ist noch für Windows 10, viele Sachen funktionieren da aber auch für Windows 11. Ich habe mal die Software This is Win11 angeschaut, ich muss aber auch sagen, die kam mir so kompliziert vor und hat so komplexe Einstellungen, dass die eher verwirrt. Deshalb bin ich jetzt bei diesem hier gelandet. Gut, was müssen wir machen? Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Ich klicke hier einmal auf Code und lade das Ganze als ZIP-Datei runter. Die öffne ich dann und entpacke jetzt hier oder ja, kopiere das Ganze, der Ordner, der da drin enthalten ist, und lege den in meinen Download-Ordner. So, jetzt scrolle ich hier mal ein bisschen nach unten und wir brauchen diese beiden Befehle. Ich kopiere den ersten schon mal und mache jetzt hier unten einen Rechtsklick auf das Windows-Logo und wähle dort aus, Windows Terminal als Administrator auszuführen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu schnell, also einfach hier erstmal dieses Windows Terminal ausführen. Und hier bin ich dann in meinem Nutzerordner und wenn ich dir eingebe, dann sehe ich, dass ich hier nach Downloads wechseln kann mit CD. Und hier sehe ich jetzt meine gerade entpackten Dateien. Ich gehe einfach mal in den neuen Ordner rein. Hier gibt es dann den Ordner Scripts und hier sehe ich dann alle Scripts, die mich interessieren. Gerade habe ich ja in die Zwischenablage diese Execution Policy kopiert, mit Rechtsklick einfügen und mit Enter einfach ausführen. Hier habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, das auf alle Skripte anzuwenden. Das machen wir dann auch natürlich noch. Das geht vor allem auf die Skripte, die hier drin liegen. Ist jetzt hiermit geschehen. So, hier gibt es ein paar Dinge, die man vielleicht beachten müsste, aber ich würde jetzt einfach sagen, ich haue jetzt alle Skripte, führe ich jetzt aus bis auf 2. Ich fange jetzt hier schon mal an auszuführen und dann erkläre ich, warum ich 2 nicht ausführe. Ich gebe einen Punkt und Backslash und markiere hier oben Block Telemetry. Und mache hier einen Rechtsklick hier unten und dann wird es eingefügt. Mit Enter bestätigen, mit M einmal ausführen. Das mache ich jetzt quasi mit allen Skripten, also Punkt, Backslash, Disable Services. Ups, jetzt war ich zu schnell mit meinem Enter. Das hat er mir jetzt auch direkt ausgeführt. So, den Windows Defender, den lasse ich natürlich an. Ja, will ich ja haben. Windows Defender ist ja eine Sache, die soll ich jetzt nicht einfach so deaktivieren. Dieses Skript, dessen Namen ich nicht ausspreche, sonst wird der YouTube-Algorithmus böse, das nehme ich auch, habe ich mir vorher mal angeschaut und hier sieht man ja auch, was hier deinstalliert wird. Das sind also alles Sachen, die möchte man deinstalliert haben. Ja, die Privacy-Settings, die lassen wir uns natürlich auch reparieren, gar keine Frage. Es geht hier nicht alles, wir sind ja auch auf Windows 11 und nicht Windows 10. Die Skripte sind ja auch für Windows 11 nicht ursprünglich gedacht. Es funktioniert aber noch das meiste. So, das User Interface führe ich auch nicht aus. Das sind Anpassungen, die sind optional. Da kann man mal reinschauen, was da genau gemacht wird. Das ist jetzt aber nicht Teil dieses Videos. So, Windows Update optimieren wir auch nicht. Wir nehmen jetzt nur noch die letzten beiden. So, und jetzt versucht er hier die ganzen Apps zu deinstallieren. Ob das so wirklich geklappt hat, bin ich mir gar nicht so sicher. Zum Beispiel Teams ist noch da, weiß ich jetzt gar nicht, ob das da quasi im Petto mit dabei war. Xbox ist noch da. Also wir haben noch ein paar Sachen, die wir dann händisch machen müssen. Aber ja, sieht ja so schon mal jetzt erst ganz gut aus. So, und OneDrive deinstalliere ich nicht. Da hatte ich nämlich ein Problem beim Testen, also bei der Vorbereitung dieses Videos.
Jetzt kommt nämlich Winget zum Einsatz und damit sind wir schon beim zweiten Teil dieses Videos. Jetzt haben wir die automatischen Sachen alle gemacht und so mit der Schrotflinte mal auf Windows geschossen und hoffentlich das meiste erlegt dabei. Allerdings haben wir jetzt auch noch ein paar manuelle Sachen zu tun. Nämlich, wenn wir mal Winget eingeben und dann List da hinten dranhängen und das ausführen, dann sehen wir eine Liste aller installierten Anwendungen. Und hier gibt es auch Dinge, die ich natürlich deinstallieren möchte und deshalb gibt es den Befehl winget uninstall. Und jetzt kann ich einfach anfangen einzugeben, was ich deinstallieren möchte. Zum Beispiel habe ich ja hier Xbox zum Deinstallieren. Also ich weiß nicht, wer Xbox dort verwendet auf seinem PC. Vielleicht braucht man das, wenn man eine Xbox hat. Hat ja jetzt nun nicht jeder Windows-Nutzer. Was es natürlich auch gibt, ist hier dieses Microsoft To-Do. Und, ups, das würde ich mal in an... Also ich komme nicht klar. Wir versuchen es mal mit To-Do. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das matcht. Ne, hat er nicht geschafft. Also das muss dann im Wortlaut sein. So, was haben wir noch? Identity Provider wäre noch schön, wenn wir den wegkriegen. So, im Prinzip habe ich jetzt die wichtigsten Sachen hier einmal alle deinstalliert. Was ich jetzt noch manuell machen muss, sind diese ganzen Icons hier zu löschen. Da muss ich einen Rechtsklick machen und deinstallieren wählen. Ich glaube, die sind gar nicht wirklich installiert. Das sind nur Icons und die würden sich erst installieren, wenn ich draufklicke. Und ja, deshalb kann man da auch mit Winget erstmal nichts erreichen. Aber mit ein bisschen Klickfleißarbeit schaffe ich es auch, die zu entfernen. Hat der Microsoft Office hier drauf? Ja, man weiß nicht so genau, was das hier sein soll alles. So, das Wichtigste haben wir jetzt mal weg. Wir gehen auch mal in alle Apps, ob wir hier noch was entdecken. Ja, hier ist Microsoft Teams drauf. Das hat er zum Beispiel hier, hat er das hier angezeigt? Sehe ich doch hier gar nicht. Aber immerhin, wir können es ja jetzt hier einfach mit einem Rechtsklick deinstallieren. Ja, ich habe euch aber auch versprochen, dass wir uns jetzt anschauen, wie wir Software, die wir gerne haben möchten, schnell installieren können. Es gibt viele Lösungen, die das anbieten. Mein Favorit ist einfach immer noch Winget, also das, mit dem wir jetzt auch gerade deinstalliert haben. Ich gebe einfach ein, Winget install Firefox. Meistens muss man die Anwendung nur grob schreiben, wie sie geschrieben wird. Muss jetzt nicht irgendwie die Versionsnummer hinten dran oder so. Er findet dann schon die neueste und installiert jetzt, wie man sieht, Firefox. So, dann kann ich zum Beispiel auch noch den VLC Media Player installieren und was man halt noch so braucht, kann man jetzt relativ flott hier nacheinander relativ automatisch abarbeiten. Das war's jetzt schon mit dem Video. Wir haben jetzt gelernt, wie wir Windows 11 deploaten können, also so ein bisschen zumindest, weil alles schafft man in der Regel dann doch nicht. Irgendwas ist immer noch übrig. Und wir haben gelernt, wie wir ganz schnell im Nachgang dann die Programme installieren können, die für uns wichtig sind. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Jetzt kommt die Endcard.